Hallo, wir sind Harriet und Ina und wir drehen gerade am Schloss und wir machen jetzt für euch die Dress-Up-Challenge. Das heißt, ich suche für Harriet ein Outfit aus, das nicht Tina gehört und Harriet macht das Gleiche nur andersrum. Hi! So, wie wär's mit einer Hose von deiner Mutti? Oh mein Gott, hier sind so viele Klamotten. Die sind geil. Wow! Ich glaube, das steht dir nicht. Die ist cool. Guck mal, Harry, das ist geil. Ich glaube, das steht dir. Das ist meins. Baby Tina. Das lassen wir weg. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich hab's. Let's go. Also, wir haben das Schloss jetzt leider nicht gefunden. Hi. Frau Arscher ist leider in dem Schloss. Wir haben es nicht gefunden, Harriet. Deswegen sind wir auf dem Acker, hier mit den Kostümen. Ich habe für Harriet das Kostüm von Spooky rausgesucht, weil ich weiß, dass sie es ganz, ganz arg doll mag. Hier sollen übrigens auch Meteoriten gelandet sein, ne? Weshalb wir den ganzen Weg zu Fuß laufen mussten. Zu diesem Gemäuer. Ist ja eine richtige Ruine, ey. Vertraut mir, diese Menschen brauchen Ferien. Sie sind in einer speziellen Lebensphase. Die kommen vom Internat einfach anders und sollen Pferdeferien machen. Und ich habe für Ina Emilias Hauptkostüm. Ja. In dieser Hose, diese schöne Jacke und ein schwarzes T-Shirt. Ene, mene, voll nicht viel. Drei Hexwünsche erfüllst du mir. Ganz schnell. Hex, Hex. Drei Hexwünsche. Hat sich nicht gereimt, oder? Genau, und das ziehen wir jetzt an. Bis gleich. Wir hoffen, euch hat die Dress-Up-Challenge gefallen. Sie kann nicht sehen. Und schreibt gerne in die Kommentare, wem das Outfit besser steht. Jo, viel Spaß. Bye.